Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Hardcore Season 1 mit dem Sven. Hallo. Und mir, dem Erik. Und ihr seht schon, ich habe ein neues Texture-Pack, das, ein Momentchen kurz, Zoatex Fenver. Hatte ich damals in der Season 1 gegen Ende. Ich finde es ganz angenehm. Und ja, der Plan für diese Folge, wie wir es schon letzte Folge gesagt haben, ist, dass wir Melonen brauchen. Und deswegen gehe ich einen Dschungel suchen und Sven nach einer Mine. Und je nachdem, wer was als erstes findet, ne? Ja. Kommt drauf an, ob du dann in der Mine auch Dingens findest, aber das ist jetzt egal. Nehmen wir noch ein bisschen das hier mit. Ach ja, wenn du dich auf Erkundung machst und es sollte Nacht sein, dann nimm bitte Spinnen mit. Für die Fäden. Ja, ich nehme auch mein Bett mit. Ja, aber auf jeden Fall die Spinnen dann töten, wenn es geht. Ja, mach ich. Gerade müsste Tag sein, weil ich konnte mich nicht hinlegen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir auch kein Dia-Schwert machen, wenn wir genügend Dias haben. Ich werde mir einfach Eisenschwerter verzaubern und hochstacken. Hast du nicht gesagt, Eisen ist mega unnötig? Ja, Eisenrüstung. Ja, weil ein Eisenschwert mit Schärfe 1 ist stärker als ein Dia-Schwert. Als ein normales. Ich würde mir schon ein Dia-Schwert verzaubern. Ich meine, Sharpness kriegst du ja auf jeden Fall drauf. Nein. Sharpness 1 kriegst du auf jeden Fall drauf. Ich konnte gerade eben schon auf Sharpness 1 verzaubern. Wenn ja, klar, aber das ist nicht auf jeden Fall. Da kann Buns, Might, Unbreaking. Ja, also ich habe gerade eben meine Eisenschwert mal so aus Spaß reingetan. Ich hab Smite, Sharpness 1, halt auch alles auf 1. Ja, das ist 1. Ja zufällig, ne? Wenn du beim Dia-Schwert dann nur Smite, Bun und so hast, dann ist ja halt verkackt. Ach, dann guck ich mal. Ne? Ich meine, ich sehe ja, was ich verzaubere. Quasi. Ja. Wenn es da nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Dias, freuen. Ich mache einfach eine Dia-Rüstung und werde die dann verzaubern am besten. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Ich guck mal. So, normaler Wald. Der hört hier nicht auf. Wir sind umzingelt von Meer. Das ist blöd. Du sollst ja irgendwie mal unsere Koordinaten ausschreiben, falls du irgendwie mit dem Boot fährst oder so. Nö, mit dem Boot fahre ich bestimmt nicht. Wenn, dann dich jetzt. Ey, geh da hoch. So, zack, zack. Kein Bock auf Erde, Alter, ich bin in einem anderen Gang. Zu faul, die Erde abzubauen und deswegen geht der in anderen Gang. Ja, Alter, das. Ich habe immer das Glück, dann kommt da so. Ach nee, warte mal, den Gang, der ist auch voll unnötig. Ja, ein Stück weiter. Ich habe einen Sumpf gefunden. Oder? Nee. Oh, wieder Erde, fick dich! So, hier aber jetzt. Hier ist gut. Aha. Jo. Okay, schöne Berg. Oh, eine Wüste. Oder? Ja, oder? Keine Ahnung. Wäre eigentlich gut zum Enderman farmen. Okay, doch, keine Wüste. Ach, schon wieder so eine Tiger. Mann, die will ich nicht. Kürbisse brauchen wir nicht, ne? Alles klar. In der letzten Season hatten wir auch nicht so viel Glück mit Dschungel. Das stimmt. Das ist ein bisschen blöd. Boah, der Platz sieht aber mega geil aus, Alter. Schön mit so einem See in der Mitte. Boah, das sieht aber echt krass aus. Geil, Alter. Muss ich ja sagen. Komm schon, Diamanten. Ich weiß noch, wo ich in der ersten Season, da hatte ich so eine Diamantenspitzhacke mit Glück 3, Effizienz 4 und alles, Haltbarkeit 3 und so. Hab die nie benutzt. Nur mal so ganz kurz. Oh, Wölfe! Und Hühner für Pfeile. Kommt her. Ey, bleib stehen. Du auch. Du auch. Alter, das kann nicht sein. Was für ein Pech hab ich denn bitte? Sven sucht eigentlich insgeheim nach Diamanten und nicht nach einer Mine. Der lässt mich schön. Ja, suchen. Diamanten sind ja auch geil.
Ich meine, Diamanten sind, glaube ich, sogar noch eine Ecke essentieller als Melonen. Das könnte durchaus sein. Folgen wir für den Fluss hier. Mein Instant-Heilung oder mehr Rüstung? Instant-Heilung. Alles klar. Oh, so viele Wölfe, Alter. Und das auch noch dunkle Wölfe. Ich weiß auch gar nicht, wie auf welcher Ebene, also auf welcher Höhe es wahrscheinlicher ist, eine Mine zu finden. Guck das auch im Wiki nach, vielleicht steht's da. Vielleicht ist Höhe 13 ja eigentlich zu niedrig. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist, glaube ich, einfach nur Welt generiert. Also, kommt auf die... Oh, Gravel, nee, man, an den Gang kommen. Ich hatte einfach daran vor 2 zu graben. Bestimmt warst du kurz vor einer Mine und dann kam da so Gravel und du so, ne, komm, Alter, da geh ich nicht hin. Da war nur Lava. Blöde Tiger. Die streckt sich auch über das ganze Land hier, das ist ja unglaublich. Ja. Kühe. Oh, ja, brauche ich die? Brauchen wir noch Kühe? Nee, ne? Oder Leder? Weiß nicht, ich bin am überlegen, ob wir auch mit Büchern anfangen könnten zu verzaubern. Aber nee, nee. Das also Fleisch brauchen wir jetzt. Ja, dann töte ich die mal. Also wir haben ein bisschen Leder, ne? Kommt auch mal wieder Zuckerrohr weg, vielleicht machen wir ein paar Bücher. Oh! Vielen Dank, Kohle, ich liebe dich. Ich liebe dich, Kohle. Hast du Diamanten? Ja. Na ja. Hinter Kohle. Juhu, Diamonds. Man kriegt die ganze Zeit die Erfolge immer später. So, dann hast du es übersehen. Hier da hinten geht's noch weiter. Da hinten hatte ich kein Glück, da hinten wird John zurücklaufen, also gehen wir da hin. Komm, hier ist noch mehr Kohle, gib mir Glück. Komm schon. Alter, sterb vor, ich finde jetzt einfach mal so. So kein Dschungel, weißt du, und dann später, wenn wir das End suchen, so weißt du, mit so Enderperlen und so, auf einmal führt das direkt so in den Dschungel rein. Hier sind dafür Extreme Hills, die ich gefunden habe. Und Hasen, die direkt neben Lava hausen. Ja, dann gehen wir in die Lava. Willst du? Extreme Hills sind nur gut für Emeralds, ne? Gut, brauchen wir Emeralds? Okay. Ja. Na dann. Ja, aber ich meine, die sind ja nur gut für Emeralds, oder? Ja, das stimmt. Ja. Kohle brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe noch ein Schwert, alles klar. Okay, die Dia-Spitzhacke neigt sich dem Ende. Was hast du da nochmal drauf gehabt? Efficiency. Efficiency, ja, oh, okay. Mann, schon wieder Tiger. Mir kommt so vor, als würde ich im Kreis laufen. Es läuft ja die ganze Zeit so im Kreis. Wo bin ich denn? Ich habe übrigens mal einen angeschrieben, ja, ob der mal mit uns aufnehmen will. Irgend so ein Typen, der hat uns schon voll lange abonniert, Alter. Hat irgendwie 1000 Abonnenten, ja, habt ihr mal angeschrieben. Was? Ja, echt, ohne Scheiß. Wir haben voll viele, die uns mit vielen hier Abos, die uns abonniert haben. Okay, krass. Das ist echt strange. Oh Gott, ich darf mich nicht an diesen Tieren aufhalten. Vielleicht ist es einfach nur so, ja, vielleicht nicht die abonnieren. Ja, aber die sind ja schon seit keine Ahnung, 6 Monaten hat er uns schon abonniert. Das ist ja das Problem. Ja. Der wartet immer noch drauf. Irgendwann. Ich glaube, ey, wenn du 1000 Abonnenten hast, dann gehst du jetzt nicht jeden Tag durch und guckst, wer dich abonniert hat und wer nicht, ne? Das stimmt. Es wird Nacht, Mama. Mann, wie ich hier einfach nichts finde. Überall Extreme Hills, weißt du? 50.000 Tigers, aber sonst auch nichts.
Ihr Kühe steht echt komisch in diesen Abständen. Trifft die Kuh. Tot. Ey, nicht bewegen! Ha, bist runtergefallen. Okay, Sven, könntest du bitte dein Bett aufbauen? Oh, Spinnen! Gut. Wenn ich sterbe, ist es dein Problem. Aber ich muss ja dann aufnehmen, hast du recht. Oh, ich sterbe. Aua, aua. Oh nein, oh nein. Hoppla. Ich bin jetzt tot. Ärgerlich. Ärgerlich. Ja, das ist echt ärgerlich. Mann, hier ist noch mehr. Ich hab keinen Bock, über das Meer zu fahren. Wer mag das schon? Ach komm schon. Ja, das sag ich auch schon die ganze Zeit. Der Gang ist lang genug. Auf einmal zurück. Ich sollte mir jetzt eine neue Spitzhacke machen gehen, denn ich sehe noch nicht mehr die Haltbarkeit von der Spitzhacke. Oh. Na cool. Macht's komm du Zombie, ich hab keinen Bock mich mit dir aufzuhalten, denn dann sehe ich Birkenwald, also geh ich da hin. Tintenfische, überall Tintenfische. Schon finde ich jetzt noch einen Wassertempel so nebenbei, ne? Läuft. Ja. Was mache ich denn jetzt? Da. Boah, wenn das jetzt nur so eine Insel ist, ne? Bitte nicht, ey. Es ist nur eine Insel, oder? Och nein. Doch nicht. Doch. Sieht mir gut aus. Juhu. Spinne! Mach gerade die ganze Zeit so Stichproben. Stichproben? Ja, ich bohr einfach der Spitzhacke so weit wie es geht, einmal ein Loch in die Wand. Okay. Ich hab da eine Spinne für dich drin gefunden. Sehr gut. Was brauchst du von dir? Fäden für Bögen. Okay, dann habe ich schon einen Faden. Ich mache Fortschritte. Das ist sehr nice. Warte mal, ich muss mal kurz rechnen, wie viele Bögen ich brauche. Warte, mach ich, wenn ich der Base bin, das ganze Zeug gelagert habe. Cobblestone hier. Chain Boots, ey. Brauchst du kein Schwein hier. Zuckerrohr, das nehmen wir so mit. Komm schon, mein Glück darf mich jetzt nicht im Stich lassen. Boah, ich werde natürlich bestimmt nicht zurückfinden. Quatsch. Oh. LOL, der eine Lederhemd, der hat ja Projectile Protection 3. Ja, da habe ich glaube ich geholt, oder nicht? Ja. Heftig, Alter. Heftig, deftig, ey. Boah, nur Birkenholz, ey. Nein, da fängt wieder mehr an. Das darf nicht sein. Nein. Och, Holz, da. Och, eine neue Kiste. Oh Crap. Gott. Was? Auch eine neue Kiste für Crap. Da macht ihr eine Sinn. Ich bin dabei. Pack ich die denn hin? Boah, darunter fallen wir nicht gesund. Allen ist generell nicht gesund. Echt nicht? Hm? Boah, woher weißt du das, Alter? Du bist der Messias. Konfuzius, wenn ich bin da. Ah, sorry, Konfuzius. Scheiße. Jetzt fällt dir noch ein letztes Mal. Aber nur einmal. Keiner drauf.
das kann da raus. Ah, die Folge ist schon zu Ende. Warte, wir bringen uns mal irgendwo in Sicherheit. Ich gehe in diese Höhle, die sehr, sehr sicher aussieht. So, egal. Das war's dann wohl mit dieser Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.